Ich habe mich schon mal nach Erzlingen begeben, damit wir hier endlich, es wird ja wirklich Zeit, dass Daniel von Troy abholen können, dem Champ der Höhenregion, der hier einfach, ja, abchillt. So, ja, das Daniel möchten wir diesmal dabei haben. Und es kriegt auch einen Spitznamen, nämlich Meta Suse, nach einem Pionier der Computertechnologie. Denn immerhin wird Meta, ja, oder Daniel ist auch schon ein Computer, aber Metagross ist eben ein Supercomputer und ich finde, das ist irgendwie ein schöner Name dafür. So, er hat noch irgendwas mit Steinen. Keine Ahnung was. Okay, Stahl-Pokémon, ich weiß. Ja, und sein Metagross ist wirklich stark, das stimmt wohl. Ein bestimmter Stein in der Sinnoh-Region, der ihn interessiert. Der Magma-Stein. Für Heatran ist der. Okay, den soll man irgendwie bringen? Habe ich das richtig verstanden? Naja. So, Metazuse, was hast du denn zu bieten? Hastiges Wesen plus Speed. Sehr gut. Ich meine, so gut ist das nicht, aber es ist halt schon gut, ein schnelles Pokémon zu haben. Und es hat Bodycheck. Jetzt weiß ich endlich, was Takedown heißt. Oder wie Takedown auf Deutsch übersetzt wird als Attacke. Zen-Kopfstoß, Eisenschädel und Eisenabwehr. Eigentlich ist das ein ziemlich gutes Pokémon. Das hätte ich eigentlich schon im Team haben sollen. Naja, ich werde es nicht mitnehmen, weil ich bin eigentlich mit dem Team, das ich im letzten Part dabei hatte, sehr zufrieden. Und Leute, ich habe trainiert. Alle sind auf Level 30, außer Babyschale, da bin ich noch nicht so weit. Und Goldexia, da bin ich auch noch nicht so weit. Die anderen sind alle auf Level 30. Ist, denke ich, auch nicht verkehrt. Wir sind zwar schon höher als die Gegner, aber wir haben es hier immerhin mit sehr, sehr starken Gegnern zu tun. Und ich will ehrlich gesagt nicht, dass wir ständig irgendwo irgendwelche Pokémon verlieren. Muss ja nicht sein. Na gut. Dann geht es jetzt weiter. Und zwar hier oben. Auf der Route habe ich noch einen Encounter frei. Aber den spare ich mir mal auf. Na verdammt. So. Vielleicht ist ja auch hier noch irgendwo ein Grasfeld, was ein bisschen besser ist. Ah, Doppelkampf. Doppelkämpfe tut mir sehr weh, aber naja, ist in Ordnung. Können wir machen. Und wie viele Pokémon haben wir es denn? Mit wie vielen Pokémon haben wir es denn hier zu tun? Mit 6 Pokémon, na gut. Es fängt an mit Magby und Cossilla. Und wir gehen rein. Legokröte ist ja immer richtig falsch. Ja, okay, ich würde sagen, einmal Mondgewalt auf das Cossilla und. Ja, hier muss ich auswechseln. Legokröte hat jetzt im Übrigen Igelsamen gelernt. Dafür habe ich dann die Kugelsaat rausgenommen. So. Hier den Angriff senken, was gar nichts bringt, weil beide werden speziell angreifen. Und Magby ist schneller. Okay, das hätte wehgetan. Das tut auch weh. Und Horrorblick ist nicht so schlimm. Hält der Horrorblick nur, bis das Cossilla besiegt ist? Oder hält der ewig? Wenn der ewig hält, habe ich schon ein Problem. Ja gut. Bin nochmal auf die Mondgewalt. Und dann würde ich sagen, ein Donnerzahn auf Magby. Ah, nee. Schaden macht denn der Donnerzahn? Ich hoffe, das Magby hat keinen Flammkörper. Oh, es ist besiegt. Es hat Flammkörper. Na gut. Oh, verdammt, ey. Komm, du musst treffen. Natürlich nicht. Natürlich nicht.
Okay, Knackleon. Ja, ich kann nicht auswechseln, ich muss heilen. Oh, verdammt. Und ich kann mit Goldexia auch nicht sehr viel Schaden machen. Okay, ich dachte schon, ich darf jetzt nichts mehr machen. Ja, ich muss auswechseln. Ja, ich bin schon ein bisschen hier in Bedrängnis, deswegen hole ich jetzt einfach Eistee raus. Okay, Schaufler. Gefährlich. Das Einzige, was ich machen kann, ist jetzt Weichei einzusetzen. Das Kusilla haue ich weg. Das ist kein Problem. Der macht da schon mal keinen Schaden mehr. Ich weiß ja nicht, worauf jetzt der Schaufler geht. Ich denke, Babyschale hält es aus, weil es eine gute Verteidigung hat. Eine relativ gute Verteidigung zumindest. Aber wenn wir uns auch noch selbst schaden, dann wäre es ein Problem. Okay, dann halten wir es auf jeden Fall aus. Ja gut, oh, Doppelkämpfe sind wirklich anstrengend. Wäre aber sowieso auf Eistier gegangen. Ja, minimaler Schaden. Natürlich kommt jetzt ein Gekabor. Was auch sonst. Das hau ich weg. Da habe ich keine Angst vor. Ich sollte Angst davor haben, ja, aber ich habe keine Angst. Und Level 31 für Eistee, wow. Ja, gutes Level. Komm, du musst angreifen, bitte, bitte, bitte. Okay. Mondgewalt ist so eine gute Attacke, dass wir die jetzt haben, finde ich richtig, richtig gut. Okay, schon wieder Schaufler. Und es geht weiter mit Snubbull. Jetzt sinkt mein Angriff, oder? Natürlich sinkt mein Angriff. Was denke ich denn? Ist auch ein bisschen blöd, weil das Snubbull ist ein Feen-Pokémon. Und Eistee ist ja hier im Spiel ein Unlicht-Pokémon. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Das wird nicht reichen. Okay, es reicht, obwohl unser Angriff gesenkt wurde. Das ist krass. Und keine Konfusion, keine Verwirrung mehr. Aber wenn ein Pokémon in der Erde ist, kann ich nicht viel machen. Ja gut. Das ist aber kein Problem mehr. Ich hätte eigentlich Weichei einsetzen sollen. Und als letztes Pokémon kommt ein Lumanda. Ja, also, da kann mir ja nichts passieren. Ich denke, normalerweise hätte auch eine Wasserdüse gereicht, aber durch den Angriffsdrop wollte ich es nicht riskieren. Ach, jetzt ist der Kampf vorbei, jetzt heile ich mich gar nicht mehr. Aber das ist ja doof. Na gut, die beiden sind besiegt. Das ging relativ zügig. Mein Team ist noch relativ gut. Gut dabei. Ich werde jetzt mal nicht heilen gehen. Okay, er kam gerade durch den Kraterberg. Und will jetzt gegen uns kämpfen. Wenn er mag. Zwei Pokémon. Das ist ja schon fast Luxus. Okay. Ja, da gehe ich mal auf Dekokröte gegen ein Georock. Oh mein Gott, Finale. Level 30 für Babyschale. Und Dekokröte ist fast tot. Okay, Sandama. Ja, ich heile. Kann sein, dass das Ding Verfolgung hat. Wird wahrscheinlich nicht reichen, aber sicher bin ich mir nicht. Crush Claw zur Malmklaue. Ja, also, was soll das denn?
Ja, das kann sich. Das überlebt es doch. Oh, okay, interessant. Und was sinkt dadurch? Die Verteidigung, okay. Ja, Zermalmklaue ist keine Attacke, mit der ich oft zu tun habe, deswegen weiß ich nicht genau, was die noch so macht. Okay. Der Wanderer ist besiegt. Und Togepi entwickelt sich! Ah, dann haben wir ja schon einen Togekiss. Das ist ja nice. Deine Babyschale wurde zu Togetic. Ja, nice. Lernt aber gar nichts. Das ist ja fies. Keine Flugattacke? Endlich wieder ein Flug-Pokémon. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, okay. Ich denke, ich gehe jetzt doch mal heilen. Man kann auch hier runter. Und hier findet man einen Trainer. Okay. Kämpfen wir, wenn du magst. Ich habe Togetic noch vorne, weil ich das jetzt mal einsetzen möchte. Und der Trainer hat zwei Pokémon. Austin heißt er und hat ein Lombrero. Jetzt hätte ich natürlich gerne eine Flugattacke. Habe ich aber nicht. Ist in Ordnung. Ich will jetzt erstmal hier reinschauen. Ja, Spezialangriff 63. Das kann sich sehen lassen. Verteidigung, Spezialverteidigung, beides sehr gut. Geschwindigkeit, ja, kann man eigentlich vergessen. Ist ein bisschen besser als Dekokröte, aber auch nicht viel. Ich habe sowieso ein sehr langsames Team, habe ich das Gefühl. Eistier und Dodongo sind schnell, aber der Rest nicht so. Ja, dann zeig mal, was ein Moonblast mit deinem Spezial... Okay, zeig gar nichts. Zeig jetzt, was ein Moonblast mit deinem Angriff kann. Spezialangriff kann. Ah. Ich hoffe natürlich die ganze Zeit auf einen Volltreffer, weil wir ja eine Fähigkeit haben, die den Volltreffer boostet. Nach dem Kampf werde ich auch die Sanftglocke entfernen und die Scope-Linse auf Babyschale geben. Dekokröte kann dann was anderes haben. Jetzt, wo es kein Rasierblatt und keine Kugelsaat mehr hat, braucht es auch keine Scope-Linse mehr. Oh, das waren aber gute Erfahrungspunkte. Ah. Ich habe immer Angst vor diesem Pokémon. Skorgler. Aber wir haben eine gute Verteidigung. Ja, aber es kann Giftattacken. Es ist zwar kein Gift-Pokémon, aber es kann Giftattacken. Und da war der Volltreffer. Na, geht doch. Ja, Austin ist besiegt. Das ging recht fix. Dann würde ich sagen, darf jetzt erstmal... Oh, bei Goldex, da oben war ein Wanderer, da kann ich eigentlich nicht Goldex hier reinschicken. Wir können ja mal Mistao ausprobieren. So, die Sanftglocke entferne ich. Dann nehme ich auch hier das Item. Das darf jetzt eben auf Babyschale gehen. Dann hat Babyschale... Ja, mit der Fähigkeit haben wir eine Volltrefferquote von 12,5%. Also ein Achtel. Mit der Scope-Linse von 25%, ein Viertel. Das ist eigentlich schon ganz gut. Ja, was kann Dekokröte denn jetzt so lange kriegen? Fokusband. Aber das wird verbraucht, oder? Das will ich eigentlich nicht. King's Rock. Ich glaube, King's Rock können wir mal machen. Dann kann der Gegner öfter zurückschrecken. Was habe ich denn noch? Ja gut, Gripclaw bringt nichts. Das bringt nichts. Habe ich denn sonst nichts Gutes? Ah ja. Aber das kann ich Mistao nicht geben. Mistao braucht eigentlich etwas, das für den Angriffswert gut ist. Komm, machen wir es so. Ja, das ist alles noch ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich kämpfe erst gegen die, weil die Kampf-Pokémon hat. Da kann Goldex ja vielleicht ein bisschen was machen. So.
So, oh, Rabauz. Unser totes Rabauz. Ich vermisse es so sehr. Jackie Lee. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Mogelhieb. Aber ich habe erstmal den Angriff gesenkt. Deswegen ist das in Ordnung. So, Donnerzahn. Ja, natürlich kommt Mogelhieb. Und es reicht nicht. Aber, ja. Rabauz flincht und kriegt jetzt eine Speed-Erhöhung. Ist mir egal. Ich habe ja Ruckzuck-Keep. Weiter. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Hariyama, das ist ein Brocken. Mhm. Ja, das tut weh. Was mache ich denn am besten? Auf Babyschale gehen und dann aufs Beste hoffen. Ich meine, Kampfattacken tun uns gar nichts. Mit Babyschale. Das vielleicht schon eher. Nein, das ist auch eine Kampfattacke. Ich dachte, das wäre vielleicht eine Normalattacke. Das Ding ist schneller. Dann ist Babyschale wirklich sehr langsam. Aber Draining Kiss sollte jetzt erstmal... Vielleicht ist es ein Volltreffer, sollte uns aber auf jeden Fall hochheilen. Und das sah nach einem Volltreffer aus, war es aber gar nicht. Okay, ja. So kann das laufen. Und dann kommt jetzt noch Medit hier. Ja, in Blau. Unseres ist ein bisschen schöner, aber das hier ist eigentlich auch in Ordnung. Reicht ein Draining? Ja, sollte reichen. Okay, Psycho Cut. Macht gut Schaden. Aber wir heilen uns ja wieder, von daher. Alles gut. Und dann hat Babyschall auch schon Level 31 erreicht, oder? Ja. Nice. Und möchte. Nasty Plot. Ränkeschmied steigert den Spezialangriff. Die Sache ist nur, was gebe ich dafür her? Ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass wir mit Moonblast reinhauen können und mit Draining Kiss uns heilen können. Sondersensor, um Gift-Pokémon zu treffen und Weichei auch, um zu heilen. Aber brauche ich zwei Heilattacken? Ja, eigentlich schon. Ja, ich lasse es mal. Ich lasse es mal weg. Okay, Helen haben wir besiegt. Da oben liegt ein Item. Oder eher da unten. Okay, ich muss durch den Kraterberg daherkommen. Na, ist in Ordnung. Dann schauen wir mal, was der Wanderer für uns hat. Zwei Pokémon hat der Kevin. Er fängt an mit Dummiesel. Aber ich muss wechseln. Kann dann nicht mit Goldexia drin bleiben. Aber dass wir den Angriff erstmal senken, ist nicht verkehrt. Ich denke, wir dürften jetzt endlich mal nicht Babyschale, sondern Mistau 2 einsetzen. Haben wir ja noch gar nicht. Entwickelt sich auf Level 37 zu Meditalis. Und wir haben es ja ein Shiny. Oh, das kann wehtun. Okay, war in Ordnung. Reicht wohl Force Pawn? Ich glaube eher nicht. Obwohl wir sehr stark sind, aber Dummiesel hält auch einiges aus. Ja, krass. Ah, das tut weh. Aber keine Para. Weiter mit noch einem Dummiesel. Wie blöd ist das denn? Oh, wenn jetzt... ich bin so dumm. Das war kein guter Wechsel. Aber es kommt nur Body Slam. Ja. Und dieses Dummiesel hat wahrscheinlich Edelmut. Die Fähigkeit, die ich gerne auf Babyschale gehabt hätte. Aber nicht habe. Ja, ich musste auf jeden Fall wechseln. Wenn... Schlagbohrer kommt, dann wäre Dodongo gestorben.
gestorben. Wir sind schneller als Dummiesel. Sehr schön. Samenbombe. Macht aber nicht mal die Hälfte. Und ich nehme an, da kommt jetzt die Paralyse. Das Ding hat auf jeden Fall Edelmut, sonst wäre die Paralyse nicht zweimal dabei. Wobei, Body Slam hat ja eine Wahrscheinlichkeit von 30%, den Gegner zu paralysieren. Das ist schon übel. Ja, gut, Eistee. Dann mussten jetzt alle hier gegen dieses dumme Dummiesel kämpfen. Auch nicht so toll. Edelmut wäre so gut auf unsere Babyschale. Natürlich paralysiert. So. Ja gut, dann haben wir den jetzt besiegt, aber das hat schon wehgetan. Und hier unten ist ein Item, nämlich ein Metallmantel. Damit könnten wir Onyx entwickeln oder Sichlor. Aber haben wir beides nicht. Daher kein Bedarf. Ich werde nochmal kurz heilen gehen. So, jetzt haben wir hier noch einen Psycho. Der aber nicht kämpfen möchte, nach der Musik zu urteilen. Okay. Jetzt hätte ich extra hier mein Unlicht-Pokémon nach vorne gestellt. Naja, aber wir können Eistee auch ganz gut in der Höhle gebrauchen. Oh bitte, Lucia, tu mir das nicht an. Hey Dido, wie sieht's bei deinem Pokédex aus? Bei mir? Irgendwo zwischen fantastisch und, naja, hoffnungslos? Aber vergiss das, mein Pokémon geht's großartig. Eigentlich würde ich sie dir gerne zeigen. Bereite dich vor. Oh mein Gott, nein. Ah, oh, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Keifel. Da sind nur 4 Pokémon. Das ist gut. Aber Keifel. Naja, meinetwegen. Ob ich erstmal ein Aquatel raus. Reicht das? Keifel ist schon ein bisschen bulky, aber. Na, das reicht nicht. Oh, Lawine. Aber ist ja nicht sehr effektiv. Ja, aber es macht Schaden. Heilt sie? Sie heilt. Dann habe ich 4 Tränke. Das ist ja ein besonderer Kampf. Wie Arena-Kämpfe. Das reicht einfach nicht. Dann würde ich sagen Aquajet, oder? Ich bin sowieso schneller. Aber Aquajet ist eigentlich die beste Wahl. Aber ich kann auch eigentlich alles andere einsetzen. Sie wechselt! Oh. Ah, was bin ich denn hier für ein Predictor? So, hier, Crunchy. Okay, genau die Hälfte. Komm, ihr. Was ist denn auf Deutsch? Piprin. Die Entwicklung von Plinfa. Hauen wir einfach weg. Und es kommt. Oh. Pixie. Ein Unlicht. Ach, Quatsch. Ein Feen-Pokémon, das stark gegen Unlicht ist. Ja. Na, du hältst schon viel aus. Mehr als Dodongo. Aber Dodongo hat eine Feenresistenz. Ich gehe mal auf Dodongo. Einfach mal schauen, was passiert. Okay, Mondgewalt. Aua. Ja, wobei ein Viertel. Das geht. Total in Ordnung. Ja gut, Drachenwut kann ich vergessen. Ich muss auf Flammenwurf gehen. Dodongos neue Attacke, die ja auch ordentlich reinhaut. Oh, das macht tatsächlich viel Schaden. Ugh, wir sind erledigt. Ey, Pixie ist wirklich eine Gefahr. Pixie kann mich eliminieren. Oh nein. Überreste. Überreste. Und mein Spezialangriff sinkt. Können wir es vielleicht verbrennen, damit zumindest die Überreste neutralisiert werden?
Boah, jetzt mache ich gar keinen Schaden mehr. Na komm, einen Angriff habe ich noch. Vielleicht wirkt auch die Paralyse und dann habe ich gar nichts, aber man weiß es ja nicht. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Was kann ich tun? Babyschale hat quasi 50% mehr Spezialverteidigung als Dodongo, aber auch ein bisschen weniger KP. Und natürlich ist der Mond, die Mondgewalt neutral gegen Babyschale. Aber ich glaube, wir sollten es zweimal überleben können. Ja, das ist gut. Jetzt muss ich Mondgewalt dagegen hauen und hoffen, dass wir den Spezialangriff senken. Und einen Volltreffer reinhauen, das geht ja auch. Wir sind natürlich langsamer, keine Frage. So, komm, Spezialangriff senken. Das wäre schon Gold wert. Volltreffer! Yes! Oh! Ach so, das Ding lebt ja noch. Verdammt, ganz vergessen. Ich dachte, das wäre schon besiegt. Aber was mache ich denn da am besten? Ja, ich gehe wieder auf Eistee. Boah, so ein Pixie ist schon eine Gefahr. Mhm, Eissplitter, Prioritätsattacke. Aber ich meine, Keife wäre sowieso schneller gewesen als unser gutes Togetic. So, jetzt kann ich einfach Aqua jetten oder irgendwas anderes machen und dann ist es besiegt. Nur Aqua Tail hat halt nicht so eine hohe Genauigkeit. Eigentlich schon, 95 ist ja hoch. Aber wenn man es braucht, dann geht es daneben. Und jetzt kommt ein Schlapphor. Bei Draiano ist es so, die meisten Pokémon haben den Typen ihrer Mega-Entwicklung. Mega-Schlapphor ist ein normal Kampf-Pokémon. Und Eistee ist nicht gut gegen Kampf-Pokémon. Es ist ein Unlicht-Pokémon, das ist mir zu gefährlich. Ich gehe mal auf Dekokröte. Dekokröte ist ja sehr bulky. Jump Kick. Na super. Ein bisschen Angst. Bin ganz ehrlich. Aber wir haben jetzt Egelsamen drauf. Ich kann viermal heilen. Dann ist ja von dem Schlapper auch nicht mehr so viel übrig. Boah, das heilt auch richtig gut. Ja, ich heile jetzt erstmal Dekokröte. Ich glaube, am besten wäre es, wenn ich zur Babyschale gehen würde. Weil Babyschale eben Kampfattacken vierfach resistiert. Und auch eine gute Verteidigung hat. Aber Babyschale ist gerade schon sehr geschwächt und ja, da kann ich jetzt auch nicht einfach reinswitchen. Ich müsste Babyschale einmal heilen. Das wäre eine Möglichkeit. Die Sache ist nur die, Dekokröte ist ja jetzt immer noch nicht gesichert. Da kann ja immer noch alles schief gehen. Ein Volltreffer reicht ja auch. Ja, aber jetzt fühle ich mich eigentlich schon recht sicher. Am besten wäre es wahrscheinlich, wenn ich jetzt einfach Samenbombe reinwerfe. Aber nein, ich werde stattdessen Babyschale heilen und dann zur Babyschale wechseln. Und es kommt ein Volltreffer. Okay, doch nicht. Puh. Dann macht Babyschale jetzt den Rest. Dann haben wir das geschafft. Okay, jetzt hatten wir ziemlich viel Glück. Babyschale ist einfach sehr stark. Ja, so ein Togetic, das ist schon ein guter Player. Und ich gönne mir auch hier mal einen Draining Kiss. Oh nein.
Er ist eine normale Attacke, aber okay. Kann verwirren, hat's aber nicht. Interessant. Ich dachte, das verwirrt zu 100%. Vielleicht irre ich mich. Ja, dann haben wir es geschafft, oder? Das waren ihre vier Pokémon. Oh, Level 32 für Eisty schon. Na gut, Lucia ist besiegt. Wow! Deine Pokémon sind wirklich eindrucksvoll, Delo. Aber ich wette, sie können noch stärker werden. Ich habe ein Geschenk für dich. Eins, das perfekt ist, um Pokémon zu trainieren. Oh, der Versus Seeker. Kampfradar auf Deutsch. Damit können wir Rematches machen. Hat sie mich geheilt? Nee, ne? Na, vielen Dank dafür. So, jetzt aber endlich mal in den Kraterberg rein. Okay, kann man surfen, wenn man surfen könnte. Es kommt ein Pokémon, aber wir haben hier keinen Encounter. Wir hatten hier schon einen. Ein Kleinstein Level 22. Das ist natürlich jetzt ein bisschen arm. Aber gut, wir können so früh in den Kraterberg. Ich meine, wir waren oben in Ewigenau im Kraterberg, aber es ist halt immer noch das gleiche Gebiet und die Pokémon sind daher wohl auch auf dem gleichen Level. Aber ich will jetzt nicht noch Eistee vorne haben. Das ist irgendwie ein bisschen blöd, wenn Eistee sowieso schon so stark ist. Eigentlich hat es ja Goldexia am nötigsten. Aber... Oh mein Gott, nicht kämpfen. Einer Theorie zufolge ist aus dem Kraterberg oder... ist hier am Kraterberg die Sinnoh-Region entstanden. In einer neu erschaffenen Welt. Einer Welt, wo nur Zeit fließt und der Raum sich ausbreitet. Da sollte es keine Streitereien geben. Aber was wurde aus der Welt? Weil der menschliche Geist schwach und unkomplett ist, hat sich... ja, Strife ausgebreitet. Diese Welt wurde dadurch ruiniert. Ich finde diesen Zustand... deplorable? Okay. Ja, mein Wortschatz ist auf einmal nicht mehr so groß. Ich weiß, was Strife bedeutet. Ich weiß auch, was deplorable bedeutet. Ich weiß noch nicht, wie ich es übersetze. Aber ich würde sagen, wir... oh, da ist schon der Ausgang. Wir sind fertig für heute. Haben ja einiges erreicht. Ich hätte so gerne ein Bronzor. Aber ich habe keins. Und wir machen dann im nächsten Part weiter. Dann sollten wir auch in Herzhofen ankommen. Ich freue mich drauf. Ja, bis dahin, wie immer, nur das Beste.